passiert ist, dass Kinder, obwohl wir ihnen gar keine großen Erklärungen gegeben haben, obwohl wir glauben, dass wir sie massiv frustriert haben, und obwohl wir sie massiv frustrieren, dass Kinder nie denken, dass sie ihre Eltern nicht lieben. Kinder lieben ihre Eltern immer. Das ist genetisch so programmiert. Auch, dass Eltern ihre Kinder lieben, ist genetisch programmiert. Man kann das nur sich abgewöhnen. Und man kann das nur auch Kindern abgewöhnen. Aber im inneren Programm ist es so festgelegt, dass Eltern und Kinder sich tatsächlich lieben. Das ist für die Überlebenschance der Kinder einfach wichtig. Deshalb gibt es so ein inneres psychisches Programm, das eben schon Jahrtausende alt ist und das bei den Tieren ja genauso funktioniert. Wir müssen uns also um diese Geschichte keine Sorgen machen. Da wir Menschen Beziehungswesen sind, bedarf es dieser Beziehung, um ausreichend zu überleben. Wenn diese Beziehung nicht zustande kommt und nicht diese Wertschätzung zustande kommt, auch seitens der Kinder, den Erwachsenen gegenüber, die Wertschätzung, dass die anderen, also Erwachsene oder andere Kinder oder wer auch immer, Großeltern, andere Familienmitglieder oder auch Nachbarn und Mitglieder der sozialen Gruppe überhaupt. Wenn diese Wertschätzung nicht zustande kommt, fehlt auch die Beziehung. Und fehlende Beziehung macht unheimlich einsam. Das heißt, Kinder oder Menschen, die im Mittelpunkt stehen, sind einsame Menschen. Und für Kinder ist das besonders katastrophal. Wenn sie als Mittelpunktwesen in den Mittelpunkt der Familie gestellt werden und dort nicht die Möglichkeit haben, Beziehungen zu erlernen, zu erleben, sich zu reiben, sich selbst zu entwickeln, dann sind sie arme, einsame Menschen und haben keine andere Chance, als tatsächlich eben zu Tyrannen zu werden. Weil eine Leitungsfunktion mit Herz, und das ist eine Mittelpunktsfunktion. Das heißt, wenn ich im Mittelpunkt stehe, bin ich verantwortlich für alle die Menschen, die da drumherum sind. Das ist etwas, was ein Kind auf keinen Fall kann. Damit ist es massivst überfordert. Und diese Überforderung kann nur verhindert werden, indem wir uns bewusst machen und mit unseren Kindern trainieren, eine Interaktion, also auch eine Reibung, also auch eine Frustration von beiden Seiten. Und hier kann man von den Kindern zum Beispiel sehr viel lernen,
wie Erwachsenen sind, wenn wir frustriert werden, noch morgen und übermorgen frustriert. Kinder halten so etwas so lange gar nicht aus. Sie sind frustriert, schreien und wenn sie fertig sind mit Schreien, ist alles erledigt. Und das ist weg. Nur wir können nicht verstehen, dass es bei den Kindern schon wieder weg ist. Der müsste doch sich so richtig ärgern. Der müsste doch, wenn ich ihm Nein sage, das doch merken und Schlussfolgerungen ziehen und sich entsprechend verhalten lernen. Das machen die Kinder nicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Merken sich die Kinder das nicht? Gott sei Dank sind sie auch über die Zeit nicht weiterhin frustriert, sondern wenn es vorbei ist, ist es vorbei und dann ist es für sie wirklich vorbei. Es sei denn, wir lehren sie, dass es für uns nicht vorbei sein darf. Das ist übrigens keine günstige Lernstrategie. Damit lehren wir als Erwachsene nichts Gutes. Auch nichts Gutes für uns selbst, weil damit kann man nicht glücklich werden. Man kann nur glücklich werden, wenn man wirklich aus dem Jetzt heraus handelt und auch weiß, wann etwas zu Ende ist. Und wenn etwas zu Ende ist, dass man dann auch einen Schlussstrich macht und nicht noch tagelang daran erinnert. Das ist übrigens auch so eine Geschichte.